Herzlich willkommen zum neuen Video von Kömpf24. In diesem Video zeigen wir Ihnen ausführlich die Montage einer Caribou-Gartensauna Hütti. Zunächst wird alles vorbereitet und zum Montageort getragen. Dann wird der Holzbodenrahmen verschraubt und darauf die Eckpfosten im Wasser gesetzt und montiert. Und schon werden die Wände gesetzt. Blockbohle für Blockbohle wird alles verschraubt. Stehen die Wände, wird alles fürs Dach vorbereitet. Und damit es später nicht reinregnet, wird eine Bitumen-Dachbahn verlegt. Dann geht's weiter zur Saunatür, zum Saunaboden und schließlich zum Innenraum. Hier wird der Boden gedämmt und die Bodendielen verlegt. Wir montieren die Saunabänke und es folgt eine große Besonderheit der heutigen Montage, ein Fenster wird eingesetzt. Am Ende wird die Sauna mit dem Boden verankert und wenn der Elektriker alles angeschlossen hat, kann die Gartensauna genutzt und genossen werden. Aber steigen wir ein in die detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wir parken beim heutigen Kunden und tragen das Material und das gesamte Werkzeug zum Aufbauort. Die Sauna wird heute auf einer Dachterrasse montiert. Bevor mit der Montage begonnen wird, sollten Sie alle Pakete auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüfen. Wir sortieren die zahlreichen Latten nach Länge, damit die Montage später schneller vonstatten gehen kann. Zum Öffnen der Pakete können Sie ein Cuttermesser oder eine Schere benutzen. Seien Sie jedoch so oder so vorsichtig, dass keine Materialien beschädigt werden. Wenn Sie sich einen Überblick verschafft haben, stecken Sie sich einige Schrauben in die Tasche und legen los mit der eigentlichen Montage. Los geht's mit dem Bodenrahmen, der die späteren Ausmaße der Sauna bereits klar absteckt. Die Rahmenhölzer werden jeweils mit zwei Schrauben an jeder Ecke miteinander befestigt. Bohren Sie die Löcher immer vor, damit das Holz nicht reißt. In regelmäßigen Abständen werden auch mittig Latten verlegt, auf denen später die Dielen aufgelegt und befestigt werden. Die Zwischenräume werden später mit dem Dämmungsmaterial aufgefüllt. Auch diese mittigen Latten werden auf beiden Seiten mit je zwei Schrauben verschraubt. Beachten Sie, dass es zwei verschiedene Rahmenholzlängen gibt. Die beiden Hölzer B16 befinden sich an der Vor- und Rückseite der späteren Sauna. Die B15 Hölzer sind die Seitenteile und mittleren Bodenlatten. Dann werden die Eckpfosten montiert. Und die hier gezeigten Schritte weichen etwas von der Papieranleitung ab, da diese Methode nun zwar im ersten Moment etwas länger dauert, aber später letztlich Zeit spart beim Setzen der Blockbohlen. Jeweils zwei der Eckpfosten werden mit Hilfe von zwei Blockbohlen oben und unten vorgebohrt und verschraubt. Somit sind die Eckpfosten zueinander parallel und die Blockbohlen passen später allesamt perfekt dazwischen. Arbeiten Sie hier sehr präzise. Dann werden auch die Eckpfosten an der Vorderseite auf dieselbe Weise mit Hilfe zweier Blockbohlen miteinander verschraubt. Damit die Eckpfosten halbwegs stabil stehen, wird nun auch links und rechts an der Unterseite eine Blockbohle angebracht.
Wir verschrauben den ersten Eckpfosten und messen, bevor es weitergeht, die Diagonalen zwischen den gegenüberliegenden Ecken. Diese müssen gleich lang sein, wodurch sie gewährleisten, dass der Rahmen überall rechtwinklig ist. Wenn nötig, können Sie etwas drücken oder ziehen, sodass die Diagonalen wieder übereinstimmen. Dann können auch die anderen Eckpfosten mit dem Bodenrahmen verschraubt werden. Und damit die Eckpfosten auch alle in der Senkrechte im Wasser sind und vor allem bleiben, nutzen wir hier unsere selbst erstellten Hilfslatten und verschrauben diese so, dass der Eckpfosten an gewünschter Ort und Stelle bleibt. Diese Hilfslatten werden erst deutlich später wieder entfernt, wenn alle Blockpolen gesetzt sind. Während eine Person mit der Wasserwaage überprüft, ob der Eckpfosten im Wasser ist, montiert die zweite Person die Latte am Bodenrahmen. Zur Stabilisierung des Rahmenkonstrukts können dann auch an den Seitenwänden die oberen Blockpolen noch montiert werden, sodass die Abstände auch hier von unten bis oben gleich sind. Auch hier unbedingt vorbohren und erst dann verschrauben. Schließlich werden diese hier genutzten Hilfsblockpolen später ganz normal montiert und sollten ebenso wie alle anderen Blockpolen pfleglich behandelt werden. Dann kommen wir zum Setzen der Blockpolen. Da die Eckpfosten bereits fixiert sind, muss man nun nicht, wie in der Montageanleitung beschrieben, ringsherum die Bohlen einzeln nacheinander montieren, sondern kann sich Wand für Wand vornehmen. Unsere Monteure nehmen sich ein paar der Blockpolen, setzen diese aufeinander und klopfen sie fest ineinander und setzen dann auf beiden Seiten pro Blockpole jeweils zwei Schrauben. Die sechste Blockpole an der Rückseite ist die mit den beiden Belüftungsöffnungen. Achten Sie darauf, dass die Blockpolen auf beiden Seiten bündig an den darunterliegenden anliegen. Unsere Monteure sind schon bei der linken Wand angelangt. Auch hier wird Blockpole für Blockpole verschraubt. Achten Sie nun zudem darauf, dass die Bohlen dieselbe Höhe wie die der Rückwand haben. Hier sehen Sie, dass die Blockpolen der beiden Wände auf derselben Höhe liegen und somit ergeben sich Fugen zwischen den Blockpolen, die ringsherum ein gleichmäßiges Bild ergeben. An den Seiten sowie der Rückwand werden jeweils 19 Blockpolen montiert. Links und rechts wird zusätzlich oben noch ein schräges Element montiert, da das Dach später nach hinten hin abfällt. Dieses wird an der Rückseite von oben her noch mit der darunterliegenden Blockpole verschraubt, da hier logischerweise keine Befestigung am Eckpfosten erfolgen kann. Wir machen weiter mit der rechten Seitenwand. Unsere Monteure legen einige Blockpolen neben die Wand und legen auch hier los mit dem Hochziehen der Wand. Mit der Sauna werden eigentlich Schrauben mitgeliefert, die über ein durchgehendes Gewinde verfügen.
Wir nutzen hier aber zum Verschrauben der Blockbullen Teilgewindeschrauben, damit das Gewinde nur im Eckpfosten greift und die Blockbulle zu sich herzieht. Um die Blockbullen auch mit durchgehenden Gewindeschrauben fest anziehen zu können, kann man mit einer Schraubzwinge die Blockbullen vor dem Verschrauben fest anziehen und dann mit den Schrauben fixieren. Auch auf der Rückseite wird dann das schräge Element aufgesetzt und an der Hinterseite von oben her verschraubt. Nun kommen wir zur Vorderseite, die wegen der Türöffnung eine offensichtliche Besonderheit aufweist. Vorne wird links unten eine Öffnung gelassen. Dies ist die Luftzufuhr für den Saunaofen. Die Blockbullen links und rechts werden an sich gleich wie die an den Seitenwänden montiert. Es ist jedoch darauf zu achten, dass der Abstand zwischen den Bullen, also die Türöffnung, gleichmäßig breit ist. Mit einer Wasserwaage überprüft unser Monteur zum einen, ob die Türöffnung im Wasser ist und ob die Blockbullen in der Mitte exakt übereinander liegen. Auch auf der anderen Seite werden dann die kleinen Blockbullen festgeklopft, vorgebohrt und montiert. Auch hier sorgen sie mit einer langen Schiene oder Wasserwaage dafür, dass alles in der Mitte plan anliegt. Sollten an der Außenseite kleine Unterschiede auftreten, ist das nicht weiter schlimm. Schließlich wird hier später noch die Blende angebracht. Hier werden oben noch zwei durchgehende Bohlen über der Tür montiert. An der Unterseite wird nun noch diese Türschwelle montiert. Da der Boden noch gedämmt wird, wird man bei der finalen Sauna am Ende eine kleine Stufe gehen müssen, weshalb diese Erhöhung der Türschwelle leider sein muss. Bevor die Schwelle aber montiert wird, drehen wir hier noch auf beiden Seiten eine Schraube seitlich in die Blockbohle zur zusätzlichen Fixierung der Wände. Wir benötigen hier diese Schraubzwinge, damit wir die linke Wand auf selbe Höhe wie die rechte Hand festschrauben können. Die Schwelle wird von oben her vorgebohrt und montiert. Nun wird im Prinzip bereits ein Teil der Tür montiert. Die innenliegenden Blendleisten dienen später als innerer Türrahmen. In gleichmäßigen Abständen wird die Blendleiste vorgebohrt und montiert. Und auch auf der anderen Seite wird die Leiste angebracht. Und ebenso wie an den Seiten wird auch über der Tür von innen her die Blendleiste montiert. Etwa 2 mm werden abgesägt, damit das Element perfekt zwischen die beiden senkrechten Leisten passt. Die Leisten werden oben mit einer Säge auf Höhe der oberen Blockbullen abgekappt. Auch die Eckpfosten können in diesem Zuge noch auf Höhe der oberen Blockbullen abgesägt werden. Halten Sie sich hier an die abfallende Neigung nach hinten hin, die von den Seitenwänden vorgegeben wird. Bevor wir mit den Dachträgern und dem Dach weitermachen, werden nun auch die äußeren Blenden angebracht. In gleichmäßigen Abständen werden Schrauben gesetzt und an der Oberseite werden die Blenden ebenso wie zuvor die Eckpfosten in der Höhe etwas gekürzt. Auch auf der anderen Seite werden die Blendleisten angebracht. Nun kommen wir zu den Vorbereitungen für das Dach. Das Dach wird später auf Dachträgern befestigt, welche wir nun montieren. Da das Dach seitlich überstehen wird und noch äußere Blenden angebracht werden, werden wir nun zunächst an den Außenseiten die Verlängerung der später innenliegenden Dachträger montieren. Entnehmen Sie die Abstände zwischen den Dachträgern einfach der Montageanleitung und markieren sich die Stellen, an denen sie montiert werden. Die äußeren Dachträger, ebenso wie später die inneren, werden bündig zur Dachschräge montiert.
Mit jeweils 3 Schrauben werden die äußeren Dachträger von innen her fixiert. Nun bereiten wir die inneren Dachträger vor. Je nach Gartensauna-Größe wird eventuell bei Ihnen auch nur ein Dachträger montiert. Hier sind es aber 2. Pro Dachträger werden 2 Holzlatten mehrfach miteinander verschraubt. In gleichmäßigen Abständen werden von beiden Seiten her 20 Schrauben verschraubt. Wenn Sie auch hier die Löcher vorbohren, entstehen keine unschönen Spreizungen des Holzes. Schließlich sind die Dachträger später gut sichtbar, weshalb Sie hier sehr ordentlich arbeiten sollten. An den Außenseiten der Dachträger werden an beiden Seiten Winkel befestigt, da die Dachträger so an den Seitenwänden befestigt werden. Hierzu werden 4 Schrauben verwendet. Wiederholen Sie all diese Schritte auch für den anderen Dachträger, wenn es bei Ihnen einen weiteren gibt. Dann wird der erste Dachträger in die Sauna getragen. Bei uns passt die Länge des Balkens so gut, dass der Dachträger nicht mal von einer zweiten Person gehalten werden muss. Die Winkel werden auf beiden Seiten verschraubt. Wiederholen Sie diesen Schritt auch für den anderen Dachträger. Nun werden die Dachlatten montiert. Wie der Anleitung zu entnehmen ist, misst man nun vom außenliegenden vorderen Dachträger aus 220 mm nach vorne. Diese Dachlatte schrauben wir nun auch fest, da wir nun mit einer speziellen Hilfsvorrichtung arbeiten, bei der wir auf 2 fixierte Dachlatten angewiesen sind. Und zwar klemmen wir die große Wasserwaage so, dass wir nun im weiteren Verlauf alle Dachlatten einfach von vorne her ranschieben können, sodass sie dort anstoßen können. Da die Wasserwaage nicht lang genug ist, um vom einen zum anderen Gartensaunaende zu reichen, platzieren wir hier eine Dachlatte mittendrin. Diese wird dann später aber wieder gelöst und wie die anderen Dachlatten festgenagelt. Wir überprüfen, ob der Abstand zur Vorderwand überall gleich ist und beginnen dann mit der Montage des Daches. Ein letztes Mal wird die Diagonale des Hauses gecheckt, bevor alles oben fixiert wird. Und los geht's mit dem Dach. Nun wird jede Dachlatte jeweils an der Vorder- und Hinterwand sowie auf den Dachträgern mit je 2 Nägeln fixiert. Ähnlich wie bereits bei den Blockbohlen wird Latte für Latte in die darauf folgende Nut gesteckt, etwas festgeklopft und dann vernagelt. Mit Hilfe von Leitern, die in der Gartensauna stehen, können Sie einen Großteil des Daches montieren. Wenn Sie auch hier zu zweit arbeiten, geht es deutlich schneller und komfortabler. Nun verschieben wir unsere Hilfsvorrichtung weiter, damit auch die restlichen Dachlatten korrekt und eben verlegt werden können. Um die Nägel immer an der richtigen Stelle zu setzen, kann es Sinn machen, wenn Sie sich mit einer Linie die darunterliegende Wand markieren. Die letzten Dachlatten werden von der Seite oder von oben her festgenagelt. Die abschließende Latte wird an die vorletzte gehalten und geklopft und dann wird markiert, wo die Dachträger enden. Mit einer Handkreissäge können Sie schnell und einfach das Ende der Dachlatte absägen und erhalten einen schönen Dachabschluss.
Im nächsten Schritt werden die Dachabschlussblenden montiert. Je nachdem, ob Sie später auch Dachabschlussbleche montieren oder nicht und je nachdem, welche Abschlussbleche genau, muss das Dach links, rechts und vorne etwas erhöht werden. Wir sägen deshalb eine Latte etwas zu. Die Abschlussblende wird mit den Dachträgern verschraubt. Auf der Oberseite wird nun, wie gerade erwähnt, eine Latte montiert. Diese dient später der Fixierung des Dachabschlussbleches. Dieser Schritt könnte bei Ihnen aber anders aussehen oder sogar wegfallen. Da die Bitumendachbahn aber darüber geklebt wird, müssen die Latten bereits jetzt montiert werden. Wir verschrauben die Latte links, rechts und vorne jeweils mit einigen Schrauben. Die Enden werden abgekappt. Und auch die vordere Dachabschlussblende wird mit den Latten verschraubt. Die Blende sollte bündig zu den Dachlatten anliegen. Die vordere Dachabschlussblende kann nicht mit den Dachträgern verschraubt werden. Hier wird die Blende also mit den Dachlatten verschraubt. Die Blende sollte bündig zu den Dachlatten anliegen. Kommen wir nun zum Verlegen der Bitumendachbahn. Sollten Sie zu einer eher kalten Jahreszeit montieren, kann es Sinn machen, die Dachbahn bis kurz vor der Montage im Haus zu lagern, da der Klebstoff besser wirkt, wenn er nicht allzu kalt ist. Dann wird das Dach von Staub und Dreck gereinigt und schon können wir loslegen mit dem Verlegen der Dachbahn. Die Dachbahn wird stets quer zur Neigung verlegt und wir beginnen an der tiefen Stelle der Gartensauna, damit die darüberliegenden Dachbahnen jeweils überlappend darauf verklebt werden können. Mit einem Strich markieren wir uns, wo die Dachbahn angelegt wird. Die Dachbahn wird in großen Rollen geliefert und wird dann auf dem Dach abgerollt und zugeschnitten. Links und rechts auf der Gartensauna wird die Dachbahn auch auf die Latten und in die Ecken geklebt. Entfernen Sie die ersten Zentimeter der Trägerfolie und platzieren diese unter der Dachbahn. Dann wird die Dachbahn von innen nach außen hin glatt gestrichen, also auf dem Dach verklebt. Kleben Sie sie bis in die Ecken und über die Latte hinaus. Die Dachbahn wird gleich mit einem Cuttermesser oben auf der kleinen Latte gekürzt. An der Hausrückseite kann die Dachbahn ein paar Zentimeter überstehen, dass das Wasser bei Regen ordentlich abfließen kann und nicht an die Dachbretter gelangt. Wenn die gesamte Dachbahn verlegt wurde, streichen Sie die Lufteinschließungen und Unebenheiten etwas aus der Folie. Nun sehen Sie, wie die Dachbahn gekürzt wird, sodass sie von unten her nicht mehr zu sehen ist. Die zweite Dachbahn wird genau gleich aufgeklebt. Wie gesagt, sollte sie die erste etwas überlappen. Und auch hier, die Bitumendachbahn wird bis in die Ecken verklebt und festgestrichen und dann an den Rändern links und rechts zugeschnitten.
Vorne wird eine dritte Bahn verlegt. Diese wird links, rechts und vorne über die Kanten gelegt, verklebt und zugeschnitten. Nun kommen wir zu den Dachabschlussblechen. Diese werden links, rechts und vorne mit speziellen Spenglerschrauben mit Dichtungsringen und in regelmäßigen Abständen eingedreht bzw. festgeschraubt. Da bei uns die Bleche etwas zu kurz sind, muss ein zusätzliches Blech zugeschnitten und überlappend montiert werden. Dieses Blech muss an beiden Seiten etwas eingeschnitten werden. Dann reicht das Blech, wie Sie hier sehen, optimal über das andere Blech hinaus und sorgt für einen schönen Dachabschluss. Das war Tag 1 der Montage. Über Nacht hatte es geregnet und wir sehen hier, dass das Dach dicht ist und das Wasser konnte perfekt ablaufen. Schon kommen wir zur Saunatür. Die Türaufhängung wird so weit eingedreht, bis nur noch ein Meterstabblatt dazwischen passt. Auch in der Mitte und unten sollten Sie diesen Abstand einhalten. Wir montieren dann die Tür im Türrahmen, während dieser auf Böcken oder auf dem Boden liegt. Auf diese Weise haben wir nicht noch zusätzlich mit der Schwerkraft zu kämpfen, wenn der Türrahmen bereits hängen würde. Die Scharniere werden in die Türaufhängungen eingehängt und festgeschraubt. Bohren Sie hier unbedingt vor. Wenn alle Scharniere fixiert wurden, kann der Rahmen in die Tür eingehängt und montiert werden. Mit langen Schrauben wird oben, unten und in der Mitte auf beiden Seiten her verschraubt. Und auch die Scharniere werden neben den beiden eben gesetzten Schrauben auch nochmals in der Mitte verschraubt. Dann hängen wir die Tür ein. Damit die Tür auch schließen kann, werden Griffe montiert, die gleichzeitig auch die Tür geschlossen halten, wenn man die Tür fest genug zugezogen hat. Hierzu wird unter dem eigentlichen Griff ein Holzstück montiert, welches eine angespitzte oder angerundete Seite hat. Dieses wird als erstes mit zwei Schrauben an der Tür befestigt. Bevor der Griff angebracht wird, wird am Türrahmen die Schließvorrichtung montiert.
Die Tür sollte dann, wie hier zu sehen, schließen und öffnen. Achtung, das angespitzte Ende des Holzstückes verfügt über zwei verschiedene Neigungswinkel. Wir mussten hier das Element nochmals umdrehen, damit das Schließen und Öffnen gut möglich ist. So, und erst dann wird der eigentliche Griff außen und auch innen montiert. Bevor wir mit dem Innenraum loslegen, gibt es zwei, drei Dinge, die wir nun noch erledigen sollten. Vorne und hinten wird bei den Lufteinlässen ein Gitter montiert, das keine Mäuse oder Ähnliches in die Gartensauna gelangt. Dann legen wir nun den finalen Montageort fest. Mit einer Hebelstange heben wir die Sauna etwas an und platzieren kleine Rundhölzer an vier Stellen unter den Seitenwänden. Wir verschieben die Sauna dann etwas nach hinten. Dann werden die Rundhölzer unter der Rück- und Vorderwand platziert, wodurch sie problemlos noch etwas zur Seite gerollt werden kann. Auf diese Weise können wir den finalen Montageort festlegen. Bevor wir die Sauna nun komplett ablassen, werden nun Gummigranulatpads unter den Bodenrahmen gelegt. So hat der Bodenrahmen keinen direkten Kontakt zum Boden und damit zur Bodennässe. An der Vorderseite montieren wir nun noch kurz das Caribou-Logo. Wenn die Gartensauna an der finalen Position steht, können wir mit der Bodendämmung fortfahren. Hierzu werden Styrodurplatten in die Zwischenräume zwischen den Bodenrahmenhölzern eingepasst. Mit einem Cuttermesser und einer Wasserwaage kann die Styrodurplatte einfach mehrfach durchgeschnitten werden. Wenn überall Styrodurplatten platziert wurden, kann der restliche Boden mit dem Dämmungsmaterial aufgefüllt werden. Das Dämmungsgranulat wird einfach auf die Styrodurplatten gekippt und mit einer Wasserwaage oder einer geraden Latte eben gezogen, sodass der Boden gleichmäßig abgedeckt ist. Weiter geht's mit dem Dielenboden. Da bei der ersten und letzten Diele die Eckpfosten im Weg sind, müssen diese am Eck zugesägt werden. Dann wird der Boden aber ähnlich wie bereits die Dachlatten mit Nägeln am Bodenrahmen befestigt. Wenn vorhanden, empfiehlt es sich, nun Kniepolster einzuschieben. Denn nun wird Latte für Latte auf den Boden verlegt. Kloppen Sie jeweils die Diele in die Nut der vorherigen und montieren diese mit Nägeln. Ähnlich wie auf dem Dach markiert auch hier unser Monteur, wo die Nägel platziert werden. Jedoch nicht wie auf dem Dach mit einem durchgehenden Strich, sondern mit einzelnen kleinen Punkten, damit sie später nicht mehr sichtbar sind.
Die letzte Diele muss ähnlich wie der Dachabschluss zugesägt werden, damit sie perfekt in die übrig bleibende Lücke passt. Sie wird mit der Kreissäge zugesägt und wie die erste Diele werden auch hier die Eckpfosten ausgespart. Stecken Sie die letzten beiden oder die letzten drei Dielen ineinander und fädeln diese von schräg oben in die bereits fixierte nächste Bodendiele ein und klopfen sie vorsichtig in die verbleibende Lücke und fixieren alles mit Nägeln. Währenddessen trägt der andere Monteur alle Elemente, die vorbehandelt werden müssen, nach unten neben unser Montagefahrzeug. Die Rückenlehnen, Banksitzflächen sowie alle Blenden werden mit einer speziellen Holzschutzlasur vorbehandelt. Öffnen Sie die Pakete und bereiten alles vor. Mit dem mitgelieferten etwas rauen Schwamm werden zunächst alle Oberflächen nochmals etwas abgeschliffen und dann mit einem Tuch abgewischt, dass das Holz frei von Holzresten oder Staub ist. Dann kommt der andere Schwamm zum Einsatz. Tunken Sie ihn in die Holzschutzlasur und tragen diese regelmäßig auf dem Holz auf, auch in den Zwischenräumen und an dem Rand. Und oben bei der Gartensauna wird währenddessen der Innenbereich vorbereitet. An der Rückseite werden, solange die Bänke noch nicht eingebaut wurden, die Belüftungsöffnungen mit einem Brett verschlossen, welches durch einfaches Drehen die Öffnungen verschließt oder wieder öffnet. Dann werden die Saunabank-Wandhalterungen montiert. Wenn Sie hier alleine arbeiten, macht es Sinn, alle Löcher vorzubohren und die Schrauben bereits leicht einzudrehen. Dann können Sie im nächsten Schritt eine Wasserwaage auf die Halterung legen und die Bankhalterung im Wasser montieren. Auch die untere Bankhalterung sowie die Bankhalterungen auf der anderen Seite werden auf diese Weise montiert. Dann legt unser Monteur die Bankrahmen an die jeweiligen Stellen und montiert sie. Die untere Bank wird später beweglich sein, weshalb hier zunächst nichts gemacht werden muss, außer dass der Rahmen darauf gelegt wird. Die obere Bank hingegen geht ums Eck,
Die beiden Bankrahmen werden also mit Winkeln miteinander verschraubt. Ganz rechts vorne an der Wand liegt die Saunabank auf einem Gestell auf. Auch dieses Gestell wird vorgebohrt und verschraubt. Dann kommen die vorbehandelten Elemente zum Einsatz. Von hinten her werden sowohl oben als auch unten zunächst Bankblenden angebracht, also von hinten her mehrfach verschraubt. Damit man die untere Bank bis zu einem gewissen Maße herausziehen kann, werden nun noch kleine Holzblöcke vorgebohrt und montiert an den Stellen, an denen die Bank dann stoppen soll. Fahren Sie die untere Bank also so weit hinaus, wie sie ausfahrbar sein soll, und platzieren dann den Block so, dass die hintere Innenseite des Rahmens hier anstößt. Auch oben werden solche Holzblöcke montiert. Zwar kann die Bank an sich nicht herausgezogen werden, aber so wird ein Hin- und Herrutschen verhindert. Die oberen Bänke und Bankrahmen sind nämlich weiterhin herausnehmbar, können aber nicht mehr verrutschen. Dann werden die Saunabänke in den Rahmen gelegt. Dies bedarf etwas Geschick, da der Platz in der Sauna nun etwas knapp wird, um mit solch großen Bänken zu hantieren. Wir stimmen im nächsten Schritt mit dem Kunden ab, wie hoch die Rückenlehnen hinter den Bänken platziert werden sollen. Die Lehnen werden in den Zwischenräumen vorgebohrt und dann im Wasser an der Saunawand befestigt. Alle elektronischen Einheiten wie der Ofen, die Saunafühler und Lampen dürfen nicht von unseren Monteuren angeschlossen werden, aber wir zeigen Ihnen zumindest, wie das Ofengitter montiert wird. Wir bauen einen einfachen Rahmen, der verhindert, dass man sich am Saunaofen verbrennt. Mit je 4 Brettern werden 2 Seiten des Rahmens montiert. Wir bohren alle anderen Löcher schon vor und stecken die Schrauben bereits in die Öffnungen, dass der Elektriker später den Ofen anschließen kann und die 6 Schrauben dann nur noch eingedreht werden müssen. Der Ofen wird dann später dort platziert, wo auch die Zuluftöffnung liegt. Nun kommen wir zum Fenster, eine Besonderheit der heutigen Montage. Zunächst wird der Rahmen vom Fenster aufgeschraubt, damit er später in die Wandöffnung eingesetzt werden kann. Unser Monteur markiert aber noch kurz, welche Rahmenseite oben, unten, links und rechts liegt, damit die zusammengehörenden Elemente wieder passend aufeinandergesetzt werden können. Wir klären mit dem Kunden, wo genau das Fenster platziert werden soll und markieren ringsherum, wo das Loch gesägt werden muss. Mit einem Bohrer werden in den Ecken Löcher gebohrt, damit hier die Stichsäge einen guten Anfangspunkt findet und an den Ecken die Richtung gewechselt werden kann. Dann wird mit großer Sorgfalt mit einer Stichsäge an der Markierung entlang gesägt.
und schon haben wir eine Fensteröffnung. Das Fenster wird eingesetzt und mit den eben markierten Rahmenhölzern wieder fixiert. Kommen wir zum letzten Kapitel der Montage. Wir fixieren die Gartensauna im Boden. Zunächst werden die Bodenanker mit einigen Schrauben an der Außenwand befestigt. Da die Sauna heute auf dicken Fliesensteinen befestigt wird, dürfen wir die Schrauben nicht allzu tief bohren. Unser Monteur misst also, wie tief die Bohrung maximal sein darf. Dieses zugesägte Holzstück erlaubt es, dem Bohrer nicht tiefer als die gemessene Tiefe vorzudringen. Reinigen Sie die Löcher gut, bevor der Montagemörtel und die Gewindestange eingedreht werden. Wir nutzen hierzu einen Staubsauger und eine kleine Reinigungsbürste. Dann wird das Loch mit Montagemörtel gefüllt und die entsprechende Gewindestange wird eingesteckt. Nach 2 bis 3 Stunden wird das Ganze mit Hilfe der Mutter dann final fixiert. Dieser Schritt wurde nicht mehr gefilmt. Am Ende wird nun nur noch der Innenbereich abgeschliffen, dass man beim Saunieren keine Splitter oder Spreisel abbekommt. All der Staub und Holzreste werden von uns zusammengesammelt und fertig ist die Caribou Gartensauna Hütti. Wie erwähnt, muss nach der Montage der Elektriker alles verkabeln, also die Saunalampen, die Saunafühler, den Ofen und beispielsweise Bluetooth-Boxen für den Sauna-Innenbereich. Eine wunderschöne Sauna, finden Sie nicht auch? Wir fahren nun weiter zur nächsten Montage und hoffen, das Video hat Ihnen weitergeholfen. Wenn Sie Hilfe bei der Montage benötigen, hilft unser Montageservice gerne aus. Wir, das ist Kömpf24. Garten, Wohnen, Leben.